Die Farbe kennt ihr ja oder einige von euch bestimmt ja schon. Hallo zusammen, grüß euch. Heute wird wieder gebacken und diese türkise Farbe kennen viele von euch. Das sind die Vintage-Backformen und ich hätte euch eine neue mitgebracht, nämlich eine Cake-Pop-Donut-Hole-Backform. Cake-Pops werden ja normalerweise aus krümeligem Teig mit Butter vermischt und dann Kugeln draus geformt. Und wir backen sie einfach. Der, wo sie noch nicht kennt, die Vintage-Formen, das sind Carbonstahlformen, also hochwertige Beschichtungen. Aber das Besondere daran, und ihr seht es vielleicht, der Glanz, wo die Backformen haben, das ist eine hauchdünne Silikonbeschichtung. Und das macht es einfach so einzigartig, weil ihr die Formen nicht unbedingt fetten müsst. Und das Gebäck bekommt nachher einen ganz, ganz tollen Glanz. Aber das sage ich euch im Nachgang. Und ich würde mit euch gern Cake Pops backen. Geht ja süß und pikant in aller möglichen Varianten mit unterschiedlichen Teigen. Und ich habe jetzt einen ganz normalen Rührteig gemacht mit Vanille. Ihr könnt aber da dann auch das wirklich als Basisrezept nehmen und mit Zimt, mit Schokolade, mit Nüssen, mit Orangen- oder Zitronenabrieb. Und damit ich die ordentlich und gleichmäßig in die Form bekomme, verwende ich heute den hier. Ihr kennt ihn vielleicht oder manche von euch, das ist der Teigmischer und Teigspender. Und er spendet nämlich portioniert, bemessen letztendlich den Teig. Und den Rührteig, den fülle ich jetzt einfach dort hinein. Ihn so zäh innen herzustellen, dass für das funktioniert es nicht, muss man ganz klar sagen. Er ist ideal für Omelette, für Pfannkuchen, wirklich für sehr dünnen Teig, für fließenden Teig. Aber wir möchten ja im Idealfall die Cake Pops kugelig haben. Und damit die kugelig werden, braucht es eine gewisse Festigkeit vom Teig. Und es sind 24 Kugeln. Und ich habe euch als Maß was in der Hosentasche, nämlich ein Überraschungsei, das kennen ja viele von euch. Und so könnt ihr euch vielleicht am besten vorstellen, wie groß dann nachher die Kugeln werden. Dann muss ich, oder wie soll ich sagen, dann kann ich es euch am besten beschreiben. Anstatt mit Fingern und Esslöffel. Das ist ja alles immer so ein bisschen schwieriger. So, Teig drin. Abschlecker tun nicht. Stopp jetzt. Was? Du machst das Ding kaputt. Das ist die maximale Klopfstärke, mehr ist nicht erlaubt. Ja, wir müssen uns nicht den Rand kaputt machen zum Donnerwetter. Ganz wichtig, da ist unten immer ein Silikondeckel dabei und der ist zum Einfüllen, dass der Teig nicht rausläuft. Und das Geniale, warum ich ihn einfach so liebe, ist das hier. Es gibt unterschiedliche Portionierungen. Ich würde jetzt die Mini-Variante wählen. Das ist für so Umdrehen. Mini-Muffins. Ihr habt es gar nicht. Ja, nee, Ich wir habe haben es es nur. nicht. Warum sollen wir es auch haben? Das ist ja Es völlig reicht, wenn uninteressant. Es reicht, ich wenn es du habe. weißt. Oh. Mädels, Niedrigste was würdet ihr Stufe. ohne mich machen? Kein Kommentar. Dein Fanclub ist wesentlich größer. Und schaut. Bei jeder Taste, bei jedem Druck geht es dann oben, geht der Kolben runter. Und wir sind noch nicht ganz unten drum, kann ich einen Schub geben. Aber bald. Und so machen wir das jetzt Schritt für Schritt, ohne Kommentarfunktion von meinem Mann. Also, ein paar Minuten später, und ich habe mich nicht in der Menge vertan, sondern das ist Absicht. Ich habe für mich keinen Cake-Pop-Halter, zum nachher die Stäbchen irgendwo reinzustecken. Und ich mache mir in S-Bahn. Und nämlich habe ich die Elfen, die zweierlei, die ganz, ganz kleinen Elfen, eine Elfe und die nächstgrößere
mit dem restlichen Teig gefüllt und so ist es dann auch im Rezept. Ansonsten müsst ihr da einfach zwei Chargen Cake Pops damit backen. Also entweder zwei Bleche Cake Pops ergibt der Teig oder die Konstellation wie hier. Und nachher habe ich eigentlich vor, die fertigen Cake Pops in den kleinen Kuchen dann da drin reinzustecken und so wie eine Cake Pop Landschaft zu machen, könnte man vielleicht hin. Und ich habe euch dann dazu passend ein geiles Teil. Darf man gar nicht sagen, gell? Bei uns ist es nämlich so, dass dann über den Küchenwecker das Kind beauftragt wird, so und so lange darfst du noch fernsehen. Der Mann mag noch seinen Tee ziehen lassen und Frau mag backen. Und wir haben eigentlich unten in unserer Wohnung 2 bis 3 Küchentimer auf parallel laufen und mit Pamperchef geht alles in einem. Nämlich ihr habt die Möglichkeit, einen Timer und 4 Zeiten mit Stunden, Minuten, Sekunden, wo ihr eingebt, das Ganze so wieder auszulocken. Hier ist der Start und hier habt ihr sogar eine normale Uhr. Und es ist jetzt 7.37 Uhr abends. Genau. Und so kann ich jetzt alle 3 Zeiten eingeben. Ich mache jetzt 190 Grad Ober-Unterhitze. Ich denke, die Cake Pops werden so 12 Minuten brauchen. Die großen Küchler ein bisschen länger. Und wenn sie nachher fertig sind, dann holen wir euch wieder dazu. Bis später. 15 Minuten später und ich freue mich riesig, weil sie mega geworden sind. Und das habe ich gemeint, dass der Teig so wichtig ist, damit er einfach diesen Hügel bekommt und nicht an der Seite rausläuft letztendlich. Und Pamperchef hat noch ein zusätzliches Werkzeug, dieses Mal in dem Katalog, den Kuchentester, Teigtester. Es ist eine Nadel als Ersatz für einen Zahnstocher und hinten wie so ein kleiner Spatel, wo hilft, das Ganze rauszunehmen. Und ihr seht, ich habe nicht gefettet und die gehen wirklich wunderbar raus. Ich kann es auch wagen, sie zu stutzen. Micha, geh in Deckung. Und dann einfach ein bisschen mit den Fingern nachhelfen und gut. Was ich mit den Formen wirklich nie machen durfte, ich sage, ich warte zwar bei jedem Video, aber ich höre es von den Kunden leider immer wieder. Ich habe ja gesagt, die Silikonbeschichtung ist so besonders. Und die bleibt euch nur erhalten, wenn die Formen nicht in die Spülmaschine kommen. Alles Blaue darf nicht in die Spülmaschine, weil ansonsten ist das Silikon weg. Und ihr habt eine ganz normale Antihaftbeschichtung. Schaut, nichts drin hängen bliebe. Und das meine ich mit dem Glanz. Er ist einfach so besonders. Wirklich, wie ich mit Aprikosenmarmelade das Ganze eingeschmiert hätte. Und meine Bobala, die lasse ich jetzt auskühlen. Und wie ich sie dann in Schokolade tauche und verziere und was es für Möglichkeiten gibt, das zeigen wir euch dann. Teil 2 folgt jetzt. Ich habe jetzt die kleinen Küchler aus den Elfen gestürzt, mit Schokoglasur übergossen und ein bisschen mit weißer Schokolade verziert. Und jetzt bereite ich die Cake Pops vor. Und ich mache es so, dass ich vorbohre, ein Loch vorbohre und dann mit einem in Schokolade eingetauchten Stab reingehe. Und das ist mein Klebstoff, so dass die Cake Pops nicht wegrutschen beim Eintauchen. Und das habe ich jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet. Und dann geht es einfach darum, entweder ich nehme einen Pinsel und pinsel die ganze Geschichte ein oder ich tauche es richtig ein und lasse es abtropfen. Und ich habe hier vorne unterschiedliche Materialien, Zuckerstreusel und Pistazien, was ihr so zu Hause findet an Dekomaterial. Das darf natürlich oder mit Zuckergeschichten sein. Machen wir so. Und dann könnt ihr entweder dann so das drüber fließen lassen oder wirklich richtig eintauchen. Und dann sind meine kleinen Gugelhupfe dann die Halterung dafür. Und so arbeite ich mich jetzt Schritt für Schritt weiter. Wenn alles fertig ist, dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich.
Schaut, so ist die Truppe geworden und so ganz spurlos geht's nicht vorbei. Es ist eine kleine Kleckerei, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Kinderaugen, die nachher die ganze Kundobund-Truppe sehen und verhaften dürfen, für das lohnt sich's auf alle Fälle. Was ihr wirklich gut machen könnt, wäre, die Cake Pops einfach vorzubacken und einzufrieren und im halbgefrorenen Zustand sogar weiterzuverwenden. Der Vorteil dabei wäre, die Schokolade wird schneller erstarren. Ihr müsst halt mit dem Verzieren ziemlich auf Zack sein, aber das Getropfe, das wäre halt dann letztendlich weg. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut zusammen!